Und dann haben wir den Campingplatz Timmelnor Meer erreicht. Gucken, wo die Rezeption ist. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz Timmelnor Meer und wir haben uns ja, hatten wir schon gesagt, eine Hütte gemietet. Ja, weil es morgen soll es Dauerregen geben und dann machen wir morgen Pausentag. Und dann diese Hütte, ja, was haben wir bezahlt? 2 Nächte, 2 Personen, 63 Euro. Also genauso teuer wie auf manchem Campingplatz. Aber das ist schon cool eingerichtet hier. Ja, die Fahrräder haben wir auf einer Terrasse stehen, die laden gerade. Ja, und dann machen wir gleich einen Gang über den Campingplatz. Und gucken mal, was hier so ist. Genau. Und aber wir zeigen euch noch mal eben die Hütte von innen. Gut, es sieht ein bisschen chaotisch aus. Wir haben unsere Packtaschen alle da rumliegen. Aber egal, wir zeigen es euch mal. So, gehen wir mal rein. So, dann schließ mal auf. So, hereinspaziert. So, was gibt es hier? Ja, einen Kühlschrank haben wir schon mal. Wasserkocher, Kaffeemaschine ist da. Ja, alles gehört hier zum Inventar. Sogar Teller, Besteck. Ja, eine Sitzecke. Ein Klappsofa. So, und da liegen unsere ganzen Sachen. Ne? Entschuldigt bitte die Unordnung, aber wir wussten nicht, wohin damit. Ja, gut, Bettzeug ist nicht dabei, aber gibt es hier, wie gesagt, ein Schlafsofa. Hier haben wir unsere Schlafsäcke ausgebreitet, unsere Kissen. Ja, und hier in dem Regal, es gibt sogar einen Staubsauger, damit können wir nachher nochmal sauber machen, wenn wir abreisen. Ja, und allerlei Besteck, Tassen. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Und hier hinter dem Vorhang, da ist noch ein Schlafraum. Da ist auch noch eine Matratze, circa 1,20 breit. Da kann auch noch jemand schlafen. Ja, wir haben unsere Klamotten hier hingestellt. Ja, und dann das Coole ist die Terrasse. Wir haben unsere Räder hier auf die Terrasse gestellt, die laden gerade. Ja, und ein Ausblick hier auf einen schönen kleinen Teich. Ja, mit einer super Sitzecke da. Ja, und dann werden wir den morgigen Tag hier genießen. Aber jetzt können wir noch mal eben über den Campingplatz gehen und dann noch mal so ein paar Eindrücke vermitteln. Also klein ist die Hütte ja nun wirklich nicht. Ja, Platz satt. Also der Campingplatz, der hat wirklich einiges zu bieten. Hier sogar eine Minigolfanlage. Ja, alles super gepflegt. Da hinten ist auch noch ein Bootshafen, da gehen wir gleich mal hin. Ja, und hier ist das Waschhaus. Auch alles super gepflegte Toilettenräume, Duschen. Hier Abwaschräume. Nee, hier, Moment, hier kann man kochen. Ja, da ist eine Mikrowelle, Eierkocher, Wasserkocher. Zusätzlich gibt es auf dem Platz auch noch diese Schlaffässer. Auch für Radreisende, Wanderer vorgesehen. Also insgesamt gibt es hier 4 Trekkinghütten und dann diese Fässer. Ja. Ja, da kann man jetzt wohl nicht rein. Naja. Aber wir stehen mit unserer Hütte, ja, da hinten. Ja, hier hinter mir da befindet sich die Rezeption. Und dann gibt es hier noch einen richtig schönen Bootshafen, den man da sieht, mit Slipanlage. Und auf der anderen Seite befinden sich Kiosk, Imbiss. Also der Campingplatz, der hat schon wirklich was. Hier gibt es dann noch einen Imbiss, wo man Eis bekommen. Hier Bratwurst, Currywurst, Frikadelle. Ja, die können wir uns morgen holen. Und einen Kaffee gibt es, ja, mit so einem kleinen Biergarten. Ja, auch für die Freunde des mobilen Reisens gibt es hier Stellplätze, wo man hier übernachten kann. Direkt hier neben dem kleinen Hafen. Also man kann hier schon sehen, es zieht sich langsam zu, da kommt ein Riesenregengebiet, was hier morgen rüberzieht. Ja, auch Schiffstouren werden hier angeboten vom Campingplatz aus. Ja, da geht das hier über die Feenkanäle und dann kann man hier mit diesem Boot rüberschippern.
Ja, direkt über die Feenkanäle, Schiffstool mit der MS Gretje, heißt das Ding. Also hier stehen ja doch, oder liegen vielmehr, einige Schiffe. Hätte ich nicht gedacht. Alles voll hier. Ja, und hier ist nun das Timmeler Meer. Das ist schon riesig. Da ist da hinten sogar so eine kleine Durchfahrt. Da geht's zum nächsten See oder, ne? Mit einem riesen Sandstrand. Also, muss ich sagen, das ist schon ein toller Campingplatz hier. Der hat wirklich einiges zu bieten. Riesen Badestrand hier drumherum. Ja, klasse. Sogar eine Strandsauna gibt es hier. Hier hinter mir. Ja, und daneben an der Beach Club. Hundestrand ist auch da. Das ist schon ein breiter Strand hier, ne? Schon schick. Schon schick, ja. Beach Club hat heute aber, glaube ich, zu. Und es wird immer dunkler. Ja, und wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, der findet hier wirklich eine sehr großzügige Zeltwiese. Und hier hinter mir, da befindet sich so eine Hütte da als Aufenthaltsraum, wenn es dann mal regnet. Da haben wir jetzt gerade mal das Licht angemacht. Da gehen wir jetzt mal rein. Also geräumig, um sich unterzustellen, um Sachen zu trocknen, also optimal. Hier ist auch Strom. Strom gibt es ja auch. Ein Wasserkocher. Wasserkocher. Jo. Und hier, da sind lauter so Bierzeltgarnituren, die kannst du dir nehmen. Ja. Licht gibt es hier nicht. Gut. Ja, kann man sich hier aufhalten, wenn es dann mit dem Regen zu viel werden sollte. Ja, aber sehr schöne Wiese, frisch gemäht, ebenerdig. Ja, tolle Sache. Wie heißt das nochmal? Camping Timmeler Meer. Ja, zu empfehlen. Zu empfehlen, wirklich zu empfehlen. Wer auf Radreise ist, hier durch Ostfriesland fährt, Campingplatz Timmeler Meer. Also wirklich, kann ich nur sagen, ganz toll, ganz toll. Ein heftiges Gewitter, solche Hagelkörner. Hier sind. Boah, ich zeige euch das mal. Also nicht wirklich das Topwetter für Fahrradfahrer. Gut, dass wir hier sind jetzt. Ne? Boah, mein lieber Mann. Ja, nun ist wieder Tag der Abreise. Es geht weiter. Und wir waren wirklich froh. Es hat die ganze Nacht geregnet, dass wir hier so eine Hütte gemietet haben. Das werden wir in Zukunft immer mal machen, wenn da so ein Regenwetter ist und die Plätze bieten so Schlaffässer oder Trekkinghütten an. Dann werden wir das in Anspruch nehmen. Dann brauchen wir morgens kein nasses Zelt zusammenpacken. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Jo, insgesamt hat es uns hier auf dem Platz, auf dem Campingplatz Timmeler Meer, sehr gut gefallen. Und heute geht es weiter, haben wir 52 Kilometer. Das heißt aber heute nochmal Regensachen an. Und dann geht es weiter zum Friesland Camping. Ja, frühstücken werden wir gleich eben und dann sagt drauf aufs Fahrrad und dann geht's weiter. So, wir sind wasserdicht angezogen und jetzt geht es weiter Richtung Aurich. Heute Nachmittag soll der Regen ein bisschen nachlassen. Ja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Gut durchkommen. Wasserdicht. Puh, wir sind jetzt in Wittmund angekommen und das war noch schon eine heftige Regenschlacht. Ja, dick eingepackt, ja. Es regnet immer noch, wir haben Mittag. Naja, und jetzt haben wir schon 40 Kilometer hinter uns. 12 müssen wir noch. Und jetzt haben wir uns hier erstmal beim Bäcker untergestellt. Hier gibt es so einen Unterstand. Und erstmal einen Kaffee trinken. Und ein Stück Kuchen. Und Elke hat ein Stück Käsekuchen, ne? Genau. Lecker. Gestärkt mit Kaffee geht es jetzt weiter. Jetzt haben wir noch 10 Kilometer bis zum nächsten Campingplatz
Und es hat so langsam aufgehört zu regnen. Gott sei Dank. Ich kann's nicht mehr sehen. Und hier kommt das gute Bier her. Das Jeferpilsener. Guck mal an. Elke, und wenn du nicht artig bist, kommst du da rein. Ab in den Käfig. Hallo. Hallo. Ja, wir sind den ganzen Tag durch strömenden Regen gefahren. Es war saukalt. Ja, und jetzt sind wir am Friesland Camping Shortens. Ja, wirklich ein ganz toller Platz. Also erst schon mal die Begrüßung von dem jungen Betreiber-Ehepaar. Die bauen das hier alles neu auf. Und das war schon recht herzlich, ne? Das kann man so sagen. Ne? Sehr nett. Ja. Sehr, sehr nett. Also auch hier der Platz selber kann man wirklich nur empfehlen. Also das ist schon top hier. Na, auf jeden Fall waren wir so richtig schön durchgefroren. Und dann haben wir uns hier eine Lodge. Lodge am See. Ja, genau, so nennt sich das. Lodge am See. Ne? Ja. Und das liegt hier wirklich direkt am See. Wir haben hier hinter, die haben uns die Heizung angemacht. Wir haben hier einen beheizten Raum, ne? Konnten unsere Sachen schön trocknen. Ja. Ja. Und sonst ist das sehr idyllisch hier. Wir sitzen auf der Terrasse direkt am See, aber es ist noch ziemlich kalt. Ja, und morgen geht es dann weiter zum Camping nach Nordloh, weiß ich nicht, 50 Kilometer. Aber heute die Strecke, die hat es echt in sich gehabt. Vor allen Dingen der Regen, der ging ja so auf den Zeiger. Wir haben erstmal drin, wie gesagt, die Heizung ist an und unsere Sachen müssen erstmal trocknen. Ja, und dann zeigen wir euch mal, wie diese Lodge dann so aussieht. Aber das kann man nur wirklich gut, sehr empfehlen hier. Camping, Moment, wie heißt das noch? Friesland Camping Shortens. Auf jeden Fall auch für Radfahrer sehr geeignet. Die haben hier so, ja, diese Hütten. Ja. Für Radfahrer, Wanderer sind die vorgesehen. Mhm. Und jetzt bauen die noch ein Saunafass hier hin. Und also ist noch im Aufbau. Aber wie gesagt, also das gefällt uns schon richtig gut hier. Ne? Da stehen die Fahrräder, da ist die Lodge. Und direkt hier ist der See. Also wirklich ein sehr großer Badesee. Da drüben mit meinem Sandstrand. Sehr idyllisch gelegen. Ja, und dann zeigen wir euch mal die Lodge von innen. Ist zwar nicht sehr groß, aber bietet Platz für zwei Personen. Und es ist warm. Sehr warm. Das ist hier schon richtig warm. Ja, das ist so mehr oder weniger so ein Container. Aber zwei Schlafplätze. Unsere Sachen trocknen da gerade. Die Betreiberin hat uns auch gleich die Betten bezogen. Das ist alles im Service mit drin. Ja. Besser geht's nicht. Super. Ja, guten Morgen. Wir haben hier in dieser Lodge wirklich sehr, sehr gut geschlafen. Die Betten waren sehr bequem. Ja. Und jetzt packen wir wieder zusammen. Und dann geht es weiter auf die nächsten 50 Kilometer. Ja, mal sehen, was dieser Tag uns so bringt. Jedenfalls, es sieht so nicht nach Regen aus. Es ist noch ein bisschen nebelig. Naja, hoffen wir. Nach dem gestrigen Tag und nach der Regenschlacht müssen wir das heute nicht noch mal haben. Ach so, habe ich übrigens erzählt, wir waren die Ersten, die in dieser Lodge schlafen dürfen. Dieses Teil, das ist gerade, die Dinger sind gerade neu aufgestellt worden. Ja, wir sind die Ersten gewesen. Wir sind wieder unterwegs und natürlich fängt es wieder an zu regnen. Und wir ziehen wieder die Sachen an. Ja, Regenhose Hose, an. Jacke. Scheiße. Ach, heute wird es nicht so schlimm wie gestern. Nein, das geht noch. Ja, und dann geht es weiter Richtung Westerstede, glaube ich. Jetzt sind wir am Schloss Gödens angekommen. Na, das gucken wir uns doch mal an.
Hui. Wir sind jetzt im Örtchen Neustadt Gödens in dem historischen Stadtkern. Und was uns hier so aufgefallen ist, an den Häusern überall hängen überall Schilder. Und da steht drauf, ja, was für Geschäfte da mal war. Da war ein Schlachter, ein Bäcker, der Sattler, der Schneider und alles Mögliche. Und das sieht echt witzig aus. Hier oben sieht man das. Hier zum Beispiel wohnte der Mützenmaker. Hier wohnte der Mützenmaker. Oh, und die anderen Häuser haben auch überall diese Schilder davor. So, wer wohnte denn hier? Da gucken wir mal. Hier war der Teehandel. Ja. Und so zieht sich das diese ganze Straße durch. Und hier direkt stehen wir an der Backsteinkirche von 1695. Und direkt hinter der Kirche befindet sich der Friedhof, so wie es früher mal war. So, wir sind jetzt in Apen, Kreis Ammerland, und haben es jetzt noch ungefähr so 4 Kilometer bis zum Campingplatz. Ja, wir sind durch Westerstede gekommen und jetzt in Apen. Ja, und dann haben wir mit heute 52 Kilometer sind wir damit durch. Ja, Elke ist gerade einkaufen für heute Abend. Mal sehen, was sie da Tolles mitbringt. Ja, wir haben jetzt auf dem Campingplatz Nordloh übernachtet und wie es dann gestern Abend so gewesen ist, hat es geregnet wie aus Kübeln, hat es geschüttet. Wir sind schon kurz nach 8 ins Bett gegangen, ja, sind immer wieder wach geworden durch die heftigen Regenschauer. Ja, und heute verspricht sich das wohl ein sehr guter Tag zu werden. Soll heute 20 Grad werden, sonnig, im Moment sieht es noch nicht danach aus, aber dieser Campingplatz ist auch traumhaft schön. Wir stehen hier direkt auf einer Wiese und hinter mir hier sieht man einen ziemlich großen See. Man kann hier baden, Boot fahren und ja, alles machen. Und im Moment, heute ist Freitag, heute ist nicht viel los, noch nicht. Die kommen wahrscheinlich alle noch. Ja, und hier vorne sind gleich die Toilettenhäuser. Ein bisschen klein, denke ich, aber ja, zwei Duschen, zwei Toiletten. Aber wenn es hier voll ist, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen eng da werden. Und in der Mitte noch ein Behinderten-WC. Da geht man denn da durch praktisch. In der Mitte ist das Behinderten-WC. Ja. So, und da stehen wir. Und da sitzt Elke, die hat gerade einen Kaffee gemacht. Was, es regnet? Nee. Ich kann keinen Regen mehr sehen. Ja. Ja, und das ist dann praktisch so der Ausblick, den wir genossen haben.
den wir jetzt auch noch genießen werden. Wir warten noch ein bisschen, bis es noch ein bisschen schöner wird. Und dann haben wir mal so etwas über 40 Kilometer. Und dann steuern wir den Campingplatz Hümlinger Land in Werlte an. Und hier habe ich noch was Besonderes gefunden. Das muss ich euch zeigen. Gehen wir mal hin. Ja, hier haben wir praktisch gestern Abend drunter gesessen und gegessen. Ja, war so ein überdachter Stand, praktisch eine Sitzecke. Das war ganz günstig, ganz gut. Ja, und hier hinter mir der Baum, der da kommt. Guck mal. Ist der nicht witzig? Eine Jahrhunderte alte Eiche. Die ist dann mal angemalt worden, so richtig passend, mit einer dicken, fetten Knollennase. So, Elke holt eben Brötchen, ne? Bring was Schönes mit. Was hast du da denn? Eine Genusskiste mit 4 belegten Brötchen. Gut. Schön. Schön. Werden wir gleich irgendwo essen. So, Frühstück. Nach 15 Kilometern. Jetzt mach mal deine Genusskiste auf. Das war jetzt so zugeklebt, warte. Bad, bad. Oh. Ah, Gott sei Dank. Heute hatten wir mal Glück. Strahlender Sonnenschein. Und richtig schön warm. Das war schon toll, ne? Kurze Sachen an und ja, haben uns unterwegs mal umgezogen. 40 Kilometer und jetzt sind wir im, wie heißt das hier? Hümlinger Land. Camping Hümlinger Land bei Werlte, ne? Ein sehr schöner Campingplatz, nicht sehr groß, aber super gepflegte Sanitäranlagen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich toll, ganz toll. Ja, das ist super toll. Also die sind schon wirklich klasse. Ja, ich glaube 26 Euro bezahlen wir hierfür. Und für eine Nacht haben wir sind nicht auf die Zeltwiese gegangen. Wir haben es bevorzugt, hier in der Nähe vom Waschhaus zu sein. Aber sonst gefällt uns das hier schon ganz gut. Nur da hinten, hinter uns läuft der Rasenmäher. Naja. Und sonst werden wir gleich ein bisschen was grillen. Das muss auch mal wieder sein. Und morgen geht es dann weiter. Da haben wir nämlich ein bisschen umgeplant. Wir wollten erst zum Alfsee fahren, aber weil wir ja die Trekkinghütte hatten und da 2 Tage waren wegen dem Regen, haben wir umgeplant. Wir fahren morgen dann weiter nach Hörstel und da zum Herthasee. Ja, und dann machen wir noch mal einen kleinen Rundgang und dann zeige ich euch noch mal, wie es hier auf dem Platz so aussieht und zeige euch noch mal wirklich diese hervorragenden Sanitäranlagen. Ja, moin.
Es ist schon ziemlich früh, gerade mal 9 Uhr. Wir haben alles zusammengepackt und jetzt geht's weiter Richtung Hörstel. Da fahren wir dann zum Herthasee, haben jetzt nur knappe 70 Kilometer vor uns. Das wird noch einmal so eine kleine Herausforderung. Ja, deswegen sind wir schon ziemlich früh am Gange hier. Zelt trocknet gerade. Es war trocken und es ist schon recht warm. Also verspricht ein schöner Tag zu werden. Kilometer haben wir schon und jetzt machen wir erstmal Pause, Frühstückspause am Bahnhof. Jetzt sind wir gerade in Herzlake, ja, und wir überqueren die Hase. So heißt auch das Lokal da drüben, Alter Hase. Frank hat Eis geholt, er hat es mal ein bisschen übertrieben. Ganz schön groß, die Dinger. Hier haben wir dann doch lieber nichts gekauft. So, die letzten Kilometer. Ab zum Herthasee. Das war ganz schön anstrengend heute, ne? 75 Kilometer haben wir fast gemacht. Ja, nee, für heute reicht's. Für heute reicht's. Ist ja auch schon, obwohl schön warm. Das war richtig gut. Und Rückenwind hatten wir, Gott sei Dank. Naja, jetzt noch 4 Kilometer bis zum See. Ja, und dann ist das die letzte Nacht für diese Reise. Genau. Ja. Und dann kommt der Sommer. Und dann kommt ja noch was. Da, ne? So, jetzt fahren wir erstmal Herthasee. Nun sind wir am Ende unserer Reise angekommen, ne? Genau, eine Nacht hier noch am Herthasee und dann geht's morgen nach Hause. Ja, schade. Das waren an sich, weiß ich, wie lange waren wir unterwegs? 9 Tage dann. Ja. Und die Campingplätze waren diesmal alle top. Ja, es waren auch nur 2, die wir kannten. Alle anderen waren ja neu auch. Schöne Plätze. Am See gelegen. Viele Plätze mit einem See. Und da stehen wir ja besonders drauf. Ja, wenn man so einen Ausblick hat am See, also da haben wir ja einiges von gezeigt. Ja. Also das war schon richtig klasse da oben. Da Emsland, Ostfriesland, das war schon richtig toll. Ja. Ja. Ja, und sonst mit dem Wetter, naja, das hat nicht ganz immer so mitgespielt. Boah, 3 Tage. Ja. Gut, dass wir einmal diese Hütte hatten für 2 Tage. Da mussten wir jetzt ein bisschen abkürzen. Und dann hatten wir ja noch diese Lodge. Ja, das war im Friesland-Camp, ne? Genau, ja. Wo diese sehr, sehr netten Betreiber waren. Also wirklich, die waren wirklich, ja, das war top. Mhm. Ist noch im Aufbau der Platz, die haben das wahrscheinlich gerade neu und bauen den ganzen Platz noch auf. Aber das war schon richtig klasse da. Ja, und sonst bereiten wir uns jetzt so mittlerweile vor, weil die nächste große Reise steht an. 6 Wochen ungefähr? Ja, das ist ja Anfang Juli. Und dann geht's von uns aus Richtung Amsterdam, rund ums Eiselmeer und zurück und das Ganze 3 Wochen lang. Das wird auch eine spannende Sache. Bestimmt. Ja, und jetzt auf der Rückfahrt, also man hat ja gemerkt, die Radwege teilweise außerhalb der, das haben wir ja schon mal gesagt, aber außerhalb der Ortschaften, da ging's, da war es manchmal top. Und manchmal dann, top, ja. Aber dann in den Städten, da machen die einfach, da muss man mal drauf achten, ne? Da machen die einfach auf dem Fußgängerweg, machen die einfach ein Schild, Radfahrer frei und das ist dann ein Radweg. So einfach ist das. So einfach ist das, genau. Also diese Politiker, ne, glaubst du, diese ganzen Politiker, die sollen erstmal in die Niederlande fahren, da ein paar schöne Fotos machen, wieder zurückkommen, ein bisschen Geld in der Hand nehmen und dann so, oder sich ein paar Experten holen, die sich damit auskennen und dann einfach machen. Die können es doch auch da drüben.
Und deswegen fahren wir ja auch in die Niederlande, weil die Radwege da echt top sind. Ja. Wer da noch nicht war, das können wir bestens empfehlen. Selbst in den Städten. Also, aber was die hier teilweise machen und Schlaglöcher. Das ist auch gefährlich, ist das auch, ne? Da muss man wirklich aufpassen. Ne? Da waren ja teilweise solche Erhebungen drin und dann knallen wir mit unserem ganzen Gepäck da drüber. Da musst du ja nur gucken und abbremsen und dann, ja, also das ist noch deutlich verbesserungswürdig. Macht manchmal keinen Spaß. Da macht manchmal keinen Spaß. Nee. Ja, und sonst würde ich sagen, dann bis zum nächsten Video. Ja, es freut uns, dass ihr zugeschaut habt. Ja, und dann schauen wir mal, was demnächst so ansteht. Genau. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao.